Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt. Juhu! Endlich nach so langer Zeit ist es wieder soweit. Ich habe das jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Pam. So. Jetzt holen wir uns das hier ran. Säureflasche. So, bewusstlos. Schmeißen wir sie ihm am Kopf. Es wird was Besseres geben. Nein, wieso? Unter die Nase halten, oder? Nicht? Ach so, na klar. Ja, immer auf den Arm geben. Gabriel ist gone. Never mind. I need a cure for Solomon. Let's wake up the Doctori. Ja, es ist ja immer Säure auf den Arm kippen. Wer nicht gleich einen Xenomorph dabei hat, der kippt sich so Säure aus dem Fläschchen über den Arm. Das ist nur ungewöhnlicher Schmuck, zumindest bis ich den Schlüssel gefunden habe. Wieso, wenn ich hier drauf klicke, warum kommt dann das Ding hoch? Na, ist ja egal. Ja. So, dann schauen wir uns mal um. Ach, wir können was zusammenbrauen. Ja, 3 Tropfen rote Tinte, 6 grüne und 7 blaue. In ein altes Fass mit Benzin. Das sehe ich auch so. Ach, wir brauchen noch Farbstoffe. Huch. Ein Sack Zement nehmen wir uns auch noch mit. Ach, gibt's? Natürlich. Ach, und hier wieder zum Umfüllen. Natürlich. Natürlich. Was denn sonst? Wieso ist die Musik schon wieder so laut? Dafür brauchten wir die Dinger irgendwie. Das ist schon ein Monat her, ne? Da brauchen wir auch nicht mehr. Hier haben wir was kaputt gemacht. Oder waren wir das? Ja. Ja. Seine Prothesen. Aha. Oh, immer wenn ich hier drauf klicke, taucht das Ding auf. Halt's doch da rein, Mensch. Nein, Abdruck machen. Ja, aber von was denn? Gießt ihr erstmal den Gips da rein, der wird hart, bevor wir irgendwas gefunden haben und sagt, jetzt kann ich einen Abdruck machen. Ja, aber von was denn bitte? Ja. Ah, ich kann den Schwierigkeitsgrad ändern. Ich würde nämlich fortgeschritten nehmen wollen, weil der leuchtet mir zu schnell. Wenn wir irgendwo nicht direkt klicken, dann zeigt er uns sofort zum Beispiel an, wir müssen hier hin oder sowas. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dann lieber selber auf den Tipp klicken. Hier, brauchst du eine Handschelle? Oh, das ist ja... Hallo? Nicht. Ja. We bought him time. Ja. But he needs proper care. Ja. Find the doctor. Ja. Den habe ich schon gefunden. Hä? Mit bloßen Händen, es glüht vor Hitze. Ja, dafür gibt's doch das hier. Ah, na endlich. Nee? Da hochstellen. Nicht da hochstellen. Aber warum nicht? Dann mach doch... Ach so. Nee, ich brauche erst wahrscheinlich... Ach so. Halt doch deine Hand dahin. Gieß dir doch ein bisschen glühendes irgendwas rüber. Ah, warum nicht? Und dann doch hier rauf und dann mit dem Hammer bearbeiten, nicht? Nicht? Aha. Gut, also hier ist schon mal nicht, was wir machen müssen. Der Weg zur Nekropolis ist versperrt. Ich werde mich später darum kümmern. Okay. Was? Ja.
Warum sehen wir das alles noch? Auch hier. Warum können wir das alles noch sehen? Aha. Also nicht weiter zurück. Das ist schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich hier oben trotzdem irgendwas. Ah. Jetzt haben wir da den Gips reingeschmissen. Hier ist nichts weiter drin, außer dieser komischen Karte. Wie könnte sie das Ding aufkriegen? Ein Schlüssel. Das fängt ja schon mal gut an hier, diese Folge. Ach, natürlich, ja. Ich kann mir... Was habe ich mir mitgenommen? Natürlich. Riechsalz. Doktori. What happened? You saved me. How can I repay you? Nie. Your mentor. I'm too weak to check on him. What medicine do you need? Das weiß ich doch nicht. Bin ich der Doktor oder du? We'll need ingredients from the apothecary and a few herbs from the yard. Take this. Vom Garten? Soll ich jetzt etwa wieder zurücklaufen? Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Bis ganz zum Anfang? Ah. Das Ding hier ist voll eklig. Das ist bestimmt wieder ein blödes Minispiel, oder? Dieses Teil. Passt nicht zu diesem. Nee. Ah. Und zack, sind sie wieder weg. Wieso passen die beiden? Ach so, gegen... Ach, ja, natürlich. Schädlingsbekämpfungsmittel. Weiß ja jeder. Ging es hier nicht noch auf die andere Seite? Ach so, hier. Nee, nö, Wow. Was soll das sein? Eine Spritze und... Nee, das ist sowas von eklig, Leute. Bah. Hört auf mit sowas. Das ist ja nicht zu fassen. Ah, natürlich, Gips. Ah, ja. Ich bin schon clever, manchmal bin ich schon... Und jetzt brauchen wir dieses andere Zeug, um das hier reinzugießen. Habe ich nicht recht? Ach, nee. Ach, nee, jetzt nehmen wir das natürlich mit. Ach, das ist ja natürlich. Gut, dass wir uns nochmal umgeguckt haben. So, und das stelle ich jetzt darauf. Und dann fülle ich das da rein. Und dann haue ich das damit kaputt. Und dann habe ich... Natürlich. Was habe ich denn da reingetan? Was habe ich denn da zerschmolzen gehabt? Ist schon wieder ein Monat her. Hat auf jeden Fall dieselbe Farbe. Das finde ich toll. Ein neuer kleiner Leech. Was ist das? Zutaten. Und warum kann ich dahinter nicht noch gucken? Da steht so viel Zeugs dran herum. Warum kann ich da nicht reingucken? Nee, falsch. Dahin. Ach, jetzt fehlt uns noch Grün. Ach, natürlich Kräuter aus dem Garten. Hm, nö. Kann ich hier nicht? Karte. Was hier? Oh. Wimmelbild. Ach, hier Kräuter. Ich dachte, ich muss ganz zurück zum ersten Garten. Was suche ich? Ach, das. Nee. Wie sieht das aus? Das hier? Ah. Das und das. Und das und das und das. Und das und da. Nee, das nicht. Das. 11. Das. Und das? Nee. Ja, Spinne. Ja, ich möchte die Spinne nur ungern mit... Was? Mit bloßen Händen verjagen? Hier kann ich aber nicht ins Inventar. Mit Unkraut-X. Nee, ich muss da echt hin? Wie soll ich die denn verjagen? Ah, doch, echt dahinter. Ja, und wieso soll ich die verjagen? Ich komme hier nicht ins Inventar. Ach so, hier irgendwas wahrscheinlich dann. Ah. Und die hat auch noch so gezischt. Seit wann können Spinnen zwischen? Ich sah eklig. Bäh. Minze. Wir brauchten Minze. Glaube ich, können wir uns jetzt einen leckeren Tee kochen. Start with the red solution. The dose is 3 units. Ja. Mm,
Nee, also normalerweise mag ich die Dinger ja. Aber irgendwie, wie kriege ich denn hier jetzt? Ach nee, na klar. So, nochmal. Zum Glück haben wir unendlich viel von dieser, von diesem Zeug. So, das sind 4. Das sind 8. Und jetzt passt nämlich nur noch 1 rein. Wie gesagt, zum Glück haben wir unendlich viel von diesen, Flüssigkeiten. So, und jetzt haben wir nämlich in dem einen nur noch 3 drin. Perfekt. Good. Now the green. 6 units. Zum Glück müssen wir das auch nicht ausspülen oder so. So, jetzt sind hier drin noch 5. Wie komme ich denn jetzt hier auf 6? Hier drin sind jetzt noch 5 drinne. Wie komme ich denn da jetzt auf 6? Oh. Mann! Aber so komme ich auch nur auf 8. Warum füllt er das nicht einfach bis zur 6 hier voll, ha? Oder sie. Das ist jetzt ja echt, das ist blöd. Es sind insgesamt zusammen 13. Wie komme ich da auf 6? Jetzt habe ich dort noch 1 drin. Jetzt habe ich insgesamt wieder 5. War toll, als hätte ich hier einfach von den 9 4 abgenommen. Das Blöde ist, ich kann jetzt nur überspringen. Ich kann mir keinen Hinweis geben lassen. Ha! Nee, Moment, halt. Nee, was wollte ich gerade machen? Nee. Ah, ich hatte doch gerade eine Idee, wie ich auf die 6 kommen kann. Oh, es ist doch zum Kotzen hier mit dem Ding. Ich hatte gerade eine Idee. Oh, Idee, komm zurück, ich brauche dich doch. Thank you.
Das Problem ist, jetzt habe ich hier drinnen zwar drei. Aber ich kann, wenn ich das hier voll mache und dann die fünf wieder, die vier rausnehmen lasse, kann ich nicht. Ich kann das jetzt auch nicht hier immer wieder mit den dreien füllen, weil dafür würde mir ein anderes Fläschchen noch fehlen. Also zum Kotzen, warum kann ich das hier nicht einfach schon mal reintun? Oder irgendwo anders hin? Toll, und jetzt nochmal so viele. Und wie mache ich das? Ich komme gerade echt nicht drauf. Das ist ja dämlich. Das ist ja echt blöd. Liegt auch nicht daran, dass es schon um 22 Uhr ist und ich eigentlich schon schlafen möchte. Das ist echt doof. Ich komme nicht drauf. Wie kriege ich denn da jetzt nochmal drei rein? Ja, aber ich weiß, wie ich jetzt auf 7 komme. Wunderbar. Auf die 7 würde ich also kommen. Schön. Jetzt nochmal bitte minus 1. Das ist doch blöd. Aber ihr seht, also auf die 7 wäre ich jetzt gekommen. Das mit dem Blauen, das Blaue ist ja dann 7. Also nur auf das Mittlere komme ich nicht, deswegen überspringe ich das jetzt. Ich will es eigentlich nicht überspringen. Ein Tipp würde mir reichen, aber ist okay. Gut. It's a very strong heart medicine. If the patient is also hurt, it is absolutely critical he stays in bed for several days. And one last thing. This will help you find Gabriel. It's all I can do. Der muss sich jetzt auch ausruhen, oder? Just follow the instructions. I need to rest for a bit. Okay. Medizin. Ja, das tut mir leid, dass ich das jetzt überspringen musste, aber ich bin absolut nicht drauf gekommen. Die 7 hätte ich auch noch hingekriegt, aber irgendwie die 6 nicht. Take this. Take this? Achso, er. Ah, okay. Ja. Was hat er da? Ein Handschellenschlüssel! Endlich. Kanalschlüssel. Wo ist denn hier ein Kanal? Er sieht bereits besser aus. Ich werde später noch einmal nach ihm sehen. Er soll jetzt ein paar Tage schlafen. I'll stay with him. You have more expertise dealing with the supernatural. Aha, okay. Wenn er das sagt, muss ich jetzt dahin? Nein. Nekropolis, heißt das der Weg zum zum Friedhof oder so? Oder so ähnlich? Muss ich jetzt auch da hinten raus? Nein. Karte, wo muss ich lang? Da hinten. Also doch hier lang. Nee? Ah, natürlich. Ah, ja, natürlich. Das wusste ich. Und jetzt noch am Rädchen drehen? Nicht. Vielleicht kann ich eine Art Griff basteln. Hab doch Handschellen. Und jetzt ziehen. Neue Errungenschaft. Arzttitel. Jo. Juhu. Kapitel 4. Die Villa. Ich finde das cool mit diesen Kapiteln. Oh. Ich finde das cool, dass diese neue Art. Feuerstein. Und hier oben tropft es. Eine alte Öllampe. Und es ist immer noch etwas Öl darin. Das stetig austropft. Und deswegen, es muss ein unaufhörlicher Quell von Öl hier drin sein. Denn weil es tropft ja die ganze Zeit. Und hier, die Tropfen gehen immer wieder runter und gehen dann wieder hoch. Das sind Gummitropfen, sozusagen. Die haben von der Gummifrucht genascht. Oh. Du solltest dort noch gar nicht hingehen, mit Schmiedel. Ein Mondsymbol. Ah, Sailor Moon ist auch hier. Und ein schmutziges Tuch. Ach, guck mal hier. Jetzt fehlt uns noch die Sonne. Das ist kein normales Schloss. Ach, wo? In welchem Wirbelbild ist es das denn? Gabrielle muss damit etwas gemacht haben. Ah.
Unmöglich. Schmutziges Tuch. Dann können wir bestimmt hier das den nehmen. Nee. Ja, ja. Hatte schon bessere Ideen. Ja, ich weiß. Naja. Wenn nur die Steine ein wenig näher zusammen wären. Ach, hier kommt doch das von hier. Doorways wieder durch. Komm, Steine hüpfen. Genau wie in Doorways. Ja, gut. Also muss ich doch hier irgendwas machen. Und da geht es ja schon wieder dahin, wo ich gar nicht darauf geklickt habe. Hm. Da sind wir jetzt echt gerade weit gekommen. Ach, guck mal. Ach, na, guck mal. Und da guck mal, ein kleiner Leech. Aha, ab ins Versteck. Finde Gabriels Versteck. Der hat es ja hier sehr schön, hier unten. Ich kann hier nichts sehen. Ich brauche eine kräftige Lichtquelle. Arrivo. Das sieht aus wie eine Spinne, oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Nicht. Und da bewegt sich auch hier irgendwas. Oh, guck mal. Ja, wir nehmen uns das einfach mal mit. Wir sehen nichts, aber Ast. Ach, natürlich. Ach, ich habe eine Idee. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Ich habe eine Idee. Nö. Dann fang doch mit dem... Ja, fang doch hier das Öl auf. Ja, ist ja egal. Ah, oder so. Und jetzt das Öl auffangen. Ha, natürlich. Wie gut, dass hier alles Mögliche gleich unten rumliegt, ne? Also, dass man hier alles gleich hat. Ah, ich wollte gerade sagen, toll, jetzt haben wir eine angezündet und weg ist der... Oh, erloschene Fackel. Das Glühen könnte es der Incarcery-Stein sein. Ich muss es öffnen. Doch keine Spinne, seht ihr mal. Glück gehabt. Das könnte mir helfen, sie zu retten. Gabriel hat einen Plan. Ich muss dieses Buch öffnen. Camilla hat sich vielleicht in einen Maskengeist verwandelt. Alice, ihr Dienstmädchen, Garten. Captain Alonso, ihr Verlobter. Mark, Markt. Doctorio, Hugo. Ihr Lehrer, Akademie, Baronin Maria, ihre Mutter, Villa, jemand anderes? Fragezeichen. Ach, das klingt alles sehr schön. Masken. Verstecksteine? Einen Incarcery-Stein! Oh no! Aber ich war noch nicht fertig. Oh, da, ein kleiner Leech. Ja, ich bin noch nicht fertig. Lasst mich doch mal noch ein bisschen gucken. Ich habe doch hier noch gar nicht alles erkundet. Das ist, wenn man immer alles gleich drückt. Ja, ist hier nicht noch mal irgendein Leech oder so? Irgendwo ein kleiner Leech? Irgendwie so ein kleiner? Ja. Huh. Warum kann ich das immer noch? Ach, wegen dem Schriftstück. Wegen dem Stückstück. Huh. Ich gebe noch nicht auf, Gabriel. Das sagt sie ja sehr. Oh, ein Wirbelspiel. Aber das sehen wir uns erst in der nächsten Folge an. Also bis dahin. Tschüss.